Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Wie geil ist das denn? Heute mit einem Mega-Haul mit Leibniz und Balsen. Ich habe die Produkte hier kostenlos erhalten, lieberweise. Für das Video werde ich nicht bezahlt und es liegt auch kein Auftrag für das Video vor. Ich mache das einfach, weil ich Spaß dran habe und weil ich auch bei Balsen in Hannover persönlich vor Ort war und es super nett dort fand. Da arbeiten wirklich sehr liebenswerte Menschen. So, jetzt habe ich noch mehr Spaß, hier die Tüte und die einzelnen Produkte vorzustellen, ihr Lieben. Balsen und Leibniz, Familienunternehmen in Hannover, mega sympathisch. Ich habe da als Junkfood-Guru so einen kleinen Vortrag gehalten über meinen Instagram-Account und und da habe ich als Dankeschön diese riesige gefüllte Tüte bekommen und die muss ich euch jetzt vorstellen. Ich habe da schon ein, zwei Blicke reingeworfen und dachte so, oh, wie toll, es gibt nämlich so viele Produkte, die man noch aus seiner Kindheit kennt, wo man denkt, so geil, schon viel zu lange nicht mehr gegessen. Und das ist zum Beispiel hier, klar, das kennen wir alle aus unserer Kindheit, die Leibniz-Zoo-Kekse. Wie cool sind die denn? Kennen wir, finde ich mega geil. Weiter geht's mit, Balsen, diese leckeren Waffeln, die mit Vanilleeis, echt der Burner. Ich glaube auch, die würde ich blind herausschmecken. Mit Bourbon-Vanille-Creme-Füllung, einfach lecker, einzigartig, echt geil. Wie gesagt, ich werde nicht hierfür bezahlt, ihr Lieben. Aber ich liebe halt Süßigkeiten, ich liebe gute Süßigkeiten. Und ich stehe auch da echt auf Marken, genauso wie hier mit dem Butterkeks von Leibniz, ihr Lieben. Was habe ich hier noch Spannendes? Hier ist noch so viel drin. Ich mag es. Oh, das hat mich total überrascht. Ich wusste gar nicht, dass das auch aus Hannover kommt. Passt vielleicht zum Junkfood-Guru auch ganz gut. Hier, schaut mal. Brand-Hobbits. Ich wusste gar nicht, dass die auch die Kekse halt für Brand machen. Hobbits-Schoko. Und die sehen echt cool aus. Und so ein bisschen an diese Granola-Kekse. Finde ich sehr interessant und yummy, ihr Lieben. Weiter geht's mit... Oh ja, kennen wir auch. Super yummy, lecker Klassiker. Der Comtesse. Kuchen. Richtig schön saftig, so wie ich es mag, so wie meine Oma den dann auch macht. Ich finde es wirklich sehr lecker. Also Kuchen, so ein Kuchen muss für mich immer schön feucht sein und darf nicht zu trocken sein. Und jetzt kommen Kekse. Die muss ich jetzt direkt öffnen, weil ich sie so geil finde und weil ich sie in meiner Kindheit so geliebt habe. Schokini. Ich finde die einfach so abgefahren lecker, weil die sind einzigartig und ich weiß ja warum. Ich konnte das als Kind irgendwie nie so richtig einordnen. Die haben noch so einen süßen Geschmack und da ist noch Orangengeschmack mit drin. Und es ist einfach ein Traum. Ich mag einfach diesen knusprigen Keks und dann halt diese, das waren so die ersten Cookies, die ich so gegessen habe, die so mit Schokolade gefüllt waren. Und es Süßes macht glücklich, finde ich, wenn man es in Maße genießt, ihr Lieben. Und ich genieße in Maßen und gönne und liebe Schokini, ehrlich, ich gebe es zu, das war der Hauptgrund, warum ich diesen Haul machen musste. Ich brauchte einfach einen Grund, nochmal Balsen Schokini hier vorzustellen. Die bekommen von mir 10 Mega Gönner Genusspunkte. Bitte vergesst Schokini nicht. Wenn es die eines Tages mir geben würde, ich würde heulen, ehrlich. Ich finde die so geil. Also diese feine Orangennote, ja. Und ihr wisst, eigentlich mag ich Obst so gar nicht in Süßigkeiten, aber diese Orangennote ist die beste Fruchtnote in so einem Keks, die ich hier gegessen habe. Ist einfach geil. Apropos Orange. Da darf natürlich, wie heißen die Azoren nicht viel, die haben auch eine super Orangennote. Sehr, sehr lecker. Oh. Kekse. Ohne gleichen. Ihr wisst, ich bin in den 80ern groß geworden. Da gab es einen Werbespot, da hat immer jemand gesungen. Dein Schokoladenherz ist zart. Ohne gleichen. Und ich habe diese, und ich liebe diese ohne gleichen zu dermaßen. Die haben so einen hohen Suchtfaktor, wenn man halt diese leckere... Nuss-Nougat-Creme ist das, glaube ich, hier drin. Dann die Waffel-Schokolade oben drüber. Oh, mega geil. Ohne gleichen, das Original. Echt geil. Was habe ich hier noch? Zoo Safari, jetzt mit Schokolade auch hinten drauf. Auch ganz cool. Und dann, oh, die habe ich euch schon vorgestellt am Anfang des Jahres.
Leibniz Lemon Cheesecake. Und da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die neu ist. Und die ist nur. Die gab es im Jahr zuvor ohne diese weiße Schokolade. Jetzt gibt es die ja mit weißer Schokolade. Und es ist eine der leckersten Leibniz Editions, die ich je gegessen habe. Weil ich mag diesen zitronigen Lemon Cheesecake-Geschmack. Volle Empfehlung, ihr Lieben. Richtig lecker. Und klar, Pick-up kennen wir. Was ist denn eigentlich euer Lieblings-Pick-up? Meins ist wirklich hier mit Schoko und Milch. Das ist wirklich mein Favorit. Es gibt es ja auch noch mit Karamell. Dann gibt es das ja auch noch mit... Warum stoppt sich denn jetzt schon? Mit Karamell. Ich mag den Klassiker und mit Schoko und Milch mag ich am liebsten. Es gibt noch mehrere Pick-up-Sorten. Ah, jetzt muss ich nicht mehr stutzen. Ich habe auch die Mini-Edition hier dabei. Schoko und Milch und Black and White gibt es natürlich auch noch. Und diese Triple Chocolate, die ist, glaube ich, nur in dieser Mini-Version, in dieser Mini-Box. Finde ich auch geil. Übrigens, die Box habe ich hier auch schon vorgestellt, ihr Lieben. Die musste ich nämlich auch kaufen, als ich die gesehen habe. Schaut mal auf dem Kanal, da gibt es noch ein schönes Testvideo dazu. Dann geht es weiter mit weißer Schokolade und Leibniz Butterkeksen Black and White. Und es ist noch lange nicht vorbei, ihr Lieben. Habt ihr auch gesagt, mega Haul, ne? Mega Haul gehören auch noch mega viele geile Pickups dazu. Hier meine Lieblingssorte und meine zweitliebste Sorte, das Original Pickup. Wahnsinn! Ui, die kenne ich auch. Knusper-Snack. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal probiert? Die sind auch ganz lecker. Hier noch mit karamellisierten Erdnüssen. Kann man gut snacken. Das Tolle ist, ja, ihr seht auch, wieder verschließbar. Man kann die aufmachen. Das ist doch ein Aufkleber, dann kann man die wieder weiter snacken. Man muss nicht alles auf einmal essen. Ganz praktisch. Und wieder ein Produkt, was ihr auch schon vom Kanal kennt. Und zwar gibt es da auch zwei Varianten. Jetzt habe ich hier Haselnuss-Schoko. Die gibt es aber auch noch mit Apfelzimt, ihr Lieben. Die habe ich jetzt nicht da drin, aber schaut mal auf meinem Kanal. Leibniz Keks and More. Und dann gibt es da noch Apfelzimt hier im Test. Schaut euch das an. Nicht verpasst, auch ein tolles Video, ihr Lieben. Und weiter geht's mit Minis. Was ist das? Vollkorn. Ui, das wird ja fast schon gesund hier. Dann habe ich, ach, das wusste ich gar nicht, ihr Lieben. Für alle, die hier gluten- und laktosefrei unterwegs sind, Leibniz Minis gluten- und laktosefrei. Sind die damit auch vegan eigentlich? Maisstärke, Zucker, Maismehl, Butter, Einfett, Hühnerfleisch? Nein, vegan sind sie nicht, aber sie sind laktose- und glutenfrei. Interessant. Und weiter geht's mit klassischen Schoko-Butterkeksen und mit Pickup. Und wer soll das jetzt alles essen? Das essen Freunde und Kollegen, Lieben, ihr wisst es ja. Ich kriege aber so viele Süßigkeiten hier auf Lager. Die werden nachher immer geteilt mit Freunden und Kollegen, ihr Lieben. Apropos teilen. Teilen macht Freude. Teilt doch dieses Video, den Kanal, Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. Psst, ein Produkt war auch da drin. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist was ganz, ganz Neues. Und jetzt hier exklusiv in der Vorschau Schoko und More vom Basen. Schaut mal, hier mit Crispy Caramel und mit Crispy Haselnuss. Wie geil ist das denn? Die muss ich natürlich direkt testen. Das wird das nächste Video hier auf meinem Kanal, ihr Lieben. Also abonnieren, dranbleiben und wir sehen uns.